Moin Moin, wir sind heute im Safariland in Stukenbrock und was es hier zu erleben gibt, zeigen wir euch jetzt. Thank you.
Oh. Gott. Ja.
Wir sind jetzt durch mit dem Safariland und sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir hatten einen coolen Tag, waren erst in der Autosafari und haben da, gab es einige Tigere zu sehen, war ganz cool, große Gehege und ja, das ist ganz schön anzusehen, ist jetzt nicht allzu lang, aber dafür gibt es auch noch im Park selber einige Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Katas, Affen etc. Da gibt es auch einen Affenzug, wo man durchs Gehege durchfährt, wo dann die Affen alle dran klimmen. Das ist ganz lustig. Insgesamt hat der Park ein paar kuriose Attraktionen im Freizeitparkbereich, wie etwa den Congo River, wo man in, ja, normalerweise ist eine Wildwasserbahn, wo man sonst halt mit härterem Boden kennt, ist hier so Schlauchboote und gibt ein cooles Feeling, weil man direkt in der Rinne im Prinzip ist. Aber auch die Oil Pumps, die ist richtig für Adrenalin-Junkies, geht das in die Luft. Und ja, das ist cool, insgesamt viele Familienattraktionen. Und ja, insgesamt gibt es auch einige nette thematische Ansätze, aber der könnte ein bisschen mehr getan werden. Insgesamt wirkt der schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Park. Da wäre so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Renovierung nötig. Aber insgesamt, gerade für Familien, ist das, denke ich, ein cooler Park. Auch die Show, wir waren unter anderem in der Wildwest-Show drin, die hat Spaß gemacht. Interessant, wie man da mit Büffeln und so und Eseln die dressieren kann. Was gibt es als zweite Achterbahn? Gibt es noch eine Marienkäfer-Achterbahn und es gibt noch zwei Corkscrews in der Achterbahn, hier im Hintergrund von mir. Also es ist für jeden ein bisschen was dabei. Ein paar Rundfahrgeschäfte auch ebenfalls, habt ihr alles schon im Video gesehen. Und ich denke, konntet ihr euch jetzt ein gutes Bild machen. Ich hoffe, hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns demnächst wieder auf freizeitparkcheck.de. Und wenn ihr noch mehr zur Park wissen willst, dann schaut doch einfach mal in die Freizeitpark-App. Da haben wir alle Infos detailliert zu jeder Attraktion aufgelistet. Ciao.